Der Mann kommt, natürlich, aus der Schweiz. Genauer, der Region Toggenburg. Über 700 Käsereien gibt es in der Schweiz. Doch eine davon hat den Ruf, das Käsemachen perfektioniert zu haben. Die Käserei von Willi Schmid. Unser Reporter Christoph Karasch trifft ihn heute, um zu erfahren, warum die ganze Welt Willis Käse feiert. Und warum Sterneköche bei ihm Schlange stehen. Ich konnte das lange nicht fassen, also, dass es Leute gibt, die das so schätzen und sich verlieben in meinen Käse. Also, mein Ziel war immer, besser zu sein als die anderen und halt guten Käse herzustellen. Aber ja, es ist ein großes Geschenk. Dafür investiert er eine Menge Leidenschaft und harte Arbeit. Jeden Morgen steht er um 4 Uhr auf, denn kurz vor 5 kommt der erste Bauer mit seiner Milch. Heute kommt dieser von seiner Lieblingsrasse, den Jersey-Kühen. Was deren Milch so besonders macht, dazu gleich mehr. Jedenfalls entsteht aus ihr eines seiner berühmtesten Produkte, der Jersey Blue, ein Blauschimmelkäse. Du willst schon auch eigene Sachen kreieren, das ist dein Anspruch. Das Käsen ist erfunden, das kann man nicht mehr neu erfinden. Aber man kann da wirklich auch halt mit ein bisschen Wissen und ein bisschen Gefühl und der richtigen Milch kann man da ganz spezielle Geschmacksrichtungen auch kreieren. Willi wollte eigentlich Bauer werden. Deshalb bezeichnet er sich auch als Käser mit Bauernherz. Doch der väterliche Betrieb war schon vergeben und er begann seine Käserlehre. Seit 2006 hat er seine eigene Käserei und weiß, Milch ist nicht gleich Milch. Inwieweit macht denn die Milch einen Unterschied für deinen Käse? Also ich weiß ja, wie Milch entsteht und habe auch schon jede Pflanze probiert, was die Kuh frisst oder die Ziege. Und da weiß man natürlich auch ein bisschen, welche Pflanzen den Geschmack der Milch positiv beeinflussen. Willi will Käseleihe Christoph demonstrieren, dass man die Pflanzen sogar rausschmecken kann. Die Jersey-Milch hat besonders viel Carotin, was die Milch und damit auch später den Käse schon mal deutlich gelblicher macht als die von anderen Kühen. Und wie sieht es mit dem Geschmack aus, Christoph? Was soll ich sagen? Der Geschmack ist nach Milch. Sehr rein, oder? Das sind Worte, die mir da nicht einfallen würden. Findest du es komisch, dass ich das nicht schmecke? Oder ist das normal? Nein, als überhaupt nicht. Ich bin so aufgewachsen, so klein, oder? Ja. Von klein auf, also ich durfte von jedem Tier probieren. Ich konnte die Milch der Kuh zuordnen. Andere Käsereien mischen Milch von verschiedenen Bauern und Kuhrassen zusammen. Das kommt für Willi nicht in Frage. Er verarbeitet die Milch der einzelnen Bauern streng getrennt. Viele nennen Willi den Käsekünstler aus der Schweiz. Eine Bezeichnung, die er selbst nicht so mag. Er bezeichnet sich lieber als Handwerker. Und viel Handarbeit steckt auch in seinem Käse. Da er nur Rohmilch verarbeitet, ist Hygiene bei der Herstellung sehr wichtig. Dafür hat Rohmilch im Gegensatz zu pasteurisierter Milch noch alle Enzyme. Und die sorgen wiederum für einen ganz besonders intensiven Geschmack. Christoph fällt auf, Willi schaut während des Käsemachens irgendwie nie auf die Uhr. Woher weißt du, dass es jetzt an der Zeit ist, weiterzumachen? Man riecht dran, man probiert. Das kann sich jeden Tag ein bisschen verändern. Es können viele Einflüsse sein. Also kann das Wetter sein oder manchmal ein neues Tier, das dazukommt. Das alles könnte Willi natürlich auch mit technischen Messinstrumenten machen. Zum Beispiel den pH-Wert messen. Doch er verlässt sich lieber auf sein Bauchgefühl. Und das ist mindestens genauso gut. Wenn dennoch etwas schief läuft, tut ihm das besonders weh, weil Kühe und Bauern für die gute Milch alles gegeben haben. Von diesen Weiden stammt heute die Milch für Willis ausgezeichneten Jersey Blue. Die Produzenten Jersey-Kühe. Sie sind kleiner und filigraner als normale Kuhrassen, haben aber nur eines im Sinn: fressen, um dann viel Milch zu produzieren.
Aber auch die Jahreszeit und die Lage der Weide spielen eine große Rolle, da je nach Himmelsrichtung unterschiedliche Gräser, Kräuter und Blumen wachsen. Und die beeinflussen den Geschmack. Im Sommer ist es vor allem der Weißklee, ja. Und der Klee, der gibt der Milch so fast so einen Geschmack, so ein bisschen nach Bohnen oder Erbsen. Aha. Dann haben wir da noch, das ist ein englisches Reigras. Das ist vor allem für die Milchmenge. Aha. Das hat einen sehr hohen Eiweißgehalt, Klee übrigens auch. Man merkt, dass Willi aus einer Bauernfamilie kommt. Er kennt sich extrem gut mit Viehhaltung aus. Und deshalb darf nicht jeder Bauer Milch an ihn liefern. Die bekommen von mir einen sehr fairen Milchpreis. Und dafür verlange ich auch was. Also vor allem in der Haltung auch. Ich besuche immer wieder die Betriebe. Also ich weiß, die Tiere haben es schön. Sie werden mit Würde und Achtung behandelt. Also meine Bauern, die dürfen auch nicht Gras schneiden und das drinnen füttern. Also das ist nicht gut für die Milch, für den Geschmack, für die Qualität. Denn die ätherischen Öle in den Gräsern verflüchtigen sich nach dem Schnitt. Der nächste Morgen. Christoph ist wie Willi um 5 Uhr am Start. Mittlerweile ist der Jersey Blue Käse in Form und abgetropft. Nach dem Salzen der 146 Käseleibe steht ein ganz besonderer Arbeitsschritt an. Und der ist allein Chefsache. Willis Erfolgsgeheimnis bei seinem Blauschimmelkäse. Christoph muss sich das Ganze von draußen anschauen und darf nicht in den Spezialraum. Denn keine anderen Schimmelsporen dürfen sich hier auf dem Käse entwickeln. Willis ganze Arbeit wäre umsonst. Durch die Messerstiche kommt Luft in den Käse und der Schimmel kann sich auch dort entwickeln. Das sorgt für ein besonders schönes Muster und Geschmack. Nach über 7 Wochen sieht der Jersey Blue dann so aus. Exakt so, wie Willi ihn haben will. Insgesamt produziert er 30 verschiedene Käse aus 5 verschiedenen Milchsorten. 3 davon haben den Namen seiner Kinder bekommen: Vivienne, Michelle und Nicolas. Und die Preise für so viel Handarbeit und Leidenschaft, die darin stecken? Mehr als fair. Zwischen 24 und 40 Franken kostet ein Kilo. Jetzt darf Christoph endlich ein Stück probieren. Für ihn gibt's natürlich Jersey Blue. Dieser Mix aus der Cremigkeit und dem Körnigen mit diesem super intensiven Geschmack, das geht hier so hoch in die Nebenhöhlen, merke ich gerade. Das ist schon was anderes. Versuchen wir immer anders zu sein wie der Rest. Ja. Und das gelingt Willi. Das hat längst auch die Gourmetküche entdeckt. Bei Sterneköchin Silvia Manser steht Willis Name sogar auf der Karte. Hallo Christoph, grüß dich. Freut mich, dich zu sehen. Ob in Vorspeisen, beim Hauptgericht oder im Dessert, Silvia Manser verarbeitet Willis Spezialitäten in ihren Menüs immer wieder. Wie bist du das erste Mal auf Willis Käse aufmerksam geworden? Ich glaube, das war mehrheitlich Zufall, als wir essen waren. Denn es gab früher einen anderen Käse und im Nachhinein habe ich erfahren, dass da Willi auch involviert war. Und der hat mir so gut geschmeckt. Was ich halt einzigartig finde, ist, dass er Kleinstmengen machen kann. Das geht so weit, dass er für einzelne Sterneköche schon mal ganz neue Käsesorten erfindet. Aber auch ohne Spezialauftrag lässt sich Silvia mit Willis Käse kulinarische Meisterwerke einfallen. Ihre neueste Kreation: Jersey Blue Bällchen im Maismantel mit Sellerie und Apfel. Den puren Käse hat Christoph ja schon bei Willi gekostet. Und jetzt auf Sterneniveau verfeinert. Oh wow. Es ist wahnsinnig lecker, Silvia. Vielen, danke. Vielen Dank. Bitte gerne. Kannst du beschreiben, was der Unterschied von Willis Käse zu, ich sag mal, herkömmlichem Käse ist? Er probiert auch wieder Neues aus. Er schaut mal,
wie entwickelt sich der Käse, wenn ich doch noch ein bisschen eine höhere Temperatur habe, oder wie entwickelt er sich, wenn ich eben ans Minimum gehe, damit es noch funktioniert. Und das ist das Spannende und ich finde, so lebt der Käse auch. Und Willi lebt für seinen Käse. Diese Liebe hat er weitervererbt. Sein Sohn Nicola arbeitet schon bei ihm im Betrieb und will ihn später auch übernehmen. Ich denke, der ist vielleicht noch besser als ich. Also der hat schon wirklich sehr gute Ansätze. Vorher würde ich die Käserei schließen, wenn irgendjemandem zu verkaufen, der da eine andere Philosophie hat.